Ja, willkommen zu Teil 5, glaube ich, unserer kleinen Serie, wie man Cthulhu in Foundry aufsetzt. Heute ein kleineres Tutorial, da viele der Fähigkeiten, die ich heute zeige, doch noch ziemlich rudimentär in ihrer Ausführung hier sind, weil sie gerade noch entwickelt werden. Wir schauen uns heute an Items, Palptalente und Zauber. Fangen wir mit den Items an, das wohl unspektakulärste. Wenn man ein Item erstellen will, ich habe hier schon mal so einen Ordner vorbereitet, geht man in diesem Ordner einfach auf die kleine Feder und erstellt ein Item, zum Beispiel ein Seil. Dann muss man einstellen, dass es der Typ Item ist und dass es sich in diesem Ordner befindet, kann es erstellen und bekommt dann dieses Fenster. Ziemlich unspektakulär. Man könnte halt hier jetzt was in das Textfeld reinschreiben, was ein Seil in Call of Cthulhu so alles kann. Und noch das Bild ändern. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Seilbild hat, könnte man das da einfügen. Wie viele man davon bekommt, wenn man dieses Item reinbezogen kriegt in seinen Bogen und wie schwer es ist. Und damit hat sich das auch schon für Items nicht sehr viel zu sehen. Vielleicht wird es noch in Zukunft ausgebaut. Selbst wenn man es im Bogen hat, kann man, glaube ich, nicht drauf werfen. Ich kann es ja mal unserem Lama hier reinziehen. Das taucht dann hier im Bogen unter Gear und Cache auf. Bei Seil. Und ihr seht, da ist zwar ein Würfelsymbol, aber wenn ich in den Chat gehe, kommt nichts. Man kann es halt hier aufklappen und dann sieht man, was drin steht, aber mehr kann das leider nicht. Deswegen wieder raus damit. Ja, das war's auch schon zu Items. Nicht viel zu sehen hier. Gehen wir mal in die Palptalente, denn da gibt es auch nicht so viel zu sehen. Auch hier habe ich einen Ordner mit allen Palptalenten, die es gibt, schon angelegt. Und um Neues zu erstellen, ist dasselbe wie bei Items. Ich klicke also hier auf diese kleine Feder, wähle nicht Item beim Typus aus, sondern wähle Talent aus und Sharpshooter. Das gibt es zwar nicht, aber jetzt für Zwecke, dass ich es einmal zeige, erstelle ich es mal. Und das ist der Bildschirm, den man hier kriegt. Sieht fast aus wie beim Item. Man kann dem Ganzen ein Bild geben. Man kann die Source angeben, was in dem Fall immer das Pulp-Cthulhu-Buch ist, weil es sonst keine anderen Quellen gibt. Man kann ein paar Details reinschreiben. Zum Beispiel, das ist jetzt sogar neu, ob es ein Mental Talent ist oder ein Nahkampftalent oder sonstiges. Sharpshooter ist vermutlich irgendetwas mit Combat. Da würde ich also einen Haken machen und dann bekomme einen extra Würfel auf deinen Wurf, irgendwie sowas da reinschreiben und dann ist es schon fertig. Das kann man dann auch dem Charakter ins Inventar ziehen. Machen wir mal eben. Das taucht auch unter Gear und Cache seltsamerweise auf. Und zwar hier ist dann so ein Reiter Pulp Talents und da seht ihr hier den Sharpshooter. Auch hier keinerlei Funktionalitäten. Okay, das ist. Damit haben wir das schon mal wieder. Ich lösche es mal hier eben raus, sonst mülle ich mich hier zu. Und dann das letzte Spells, was ein wenig mehr Felder hat, die man ausfüllen kann. Also ich kann hier ein Spell anlegen, dasselbe Spiel, die Feder. Abracadabra. Ist in diesem Fall ein Spell. Und das sieht jetzt auch wieder so unspektakulär aus wie die beiden Fenster vorher, aber ich kann jetzt tatsächlich eine Casting-Zeit eingeben. Das könnte jetzt zum Beispiel eine Runde sein. Unter Details kann ich auch noch ein paar extra Sachen festlegen. Magic Points zum Beispiel. Das könnte jetzt, weiß ich nicht, 5 MP einmalig kosten. Das könnte Sanity kosten, wenn man es zaubert. Also vielleicht ein D4. Das braucht vielleicht einen Pow-Wurf. Also man muss mit dem Gegner einen Pow-Wurf machen und dann gucken, wer das bessere Ergebnis hat und dann den Zauber auf den anderen wirken kann. Keine Ahnung. Oder man muss halt die Power erreichen. Damit ist es, glaube ich, gemeint. Also man muss irgendwie, weiß ich nicht, Pow 80 erreichen. Ich habe keine Ahnung, wofür dieses Feld wirklich ist. Spielt auch keine große Rolle, denn egal was man hier einträgt, es ist am Ende nur Text hier oben in der Zeile. Ich kann jetzt hier noch reinschreiben, was es für eine Art Zauber ist, zum Beispiel ein Combat-Zauber.
Und dann halt hier noch in der Description genau, was der Zauber kann. Ich kann mir ja mal einen hier raussuchen, den ich schon mal gemacht habe. Zum Beispiel den Nebel von Reheli beschwören. Da seht ihr das zusammen mit zwei Magic-Punkten, der instant ist. Und wenn ich ihn jetzt hier mal reinziehe, taucht er natürlich auch hier unter Gear und Cash auf, wo auch sonst. Und dann seht ihr den hier. Den kann man jetzt hier auch aufklappen. Achso, das hatte ich jetzt nicht gezeigt. Der hat jetzt hier zum Beispiel bei seiner Description, habe ich es ein bisschen schöner gemacht, was der genau kann. Kann man aber auch noch nicht werfen. Ich hoffe, das kommt dann in späteren Updates, dass das auch wirklich Magic-Punkte direkt aus dem Bogen verbraucht, dass es die Sanity wegmacht, die man beim Wirken des Zaubers braucht. Und vielleicht auch so ein Feld für kompetitive Pauwürfe einführt. Bleibt abzuwarten. Ich glaube, es ist auf der Agenda von Havelock, der das Modul hier designt. Deswegen freue ich mich drauf, wenn es dann irgendwann mal da ist. Ja, so viel zu den letzten Sachen hier in unserem Item-Folder. Jetzt sind wir eigentlich so weit und können im nächsten Schritt unseren Charakter anlegen. Und das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Denn ihr habt schon vielleicht hier gesehen, bei dem Item Createn kann man auch einen Archetypen oder eine Occupation einfügen, womit man dann im Endeffekt seinen Charakter designen kann. Und das schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen, bis bald.